Dann schmeiße ich das einfach dabei. Das NSA-Care-Paket. Eine Aktion der Schwerter Piraten für Innenminister Friedrich. Um ihn mal zur Besinnung zu bringen. Doch wie fing alles an? Senior Advisor for the Central Intelligence Agency Solutions Consultant and a Telecommunications Information. Nach Snowdens Whistleblowing meldete sich Präsident Obama. Nobody is listening to your telephone calls and emails. This does not apply to US citizens and it does not apply. Die US-Bürger sind nicht betroffen, doch was ist mit uns hier in Deutschland, unser Innenminister? Das heißt, sie wussten auch, dass das stattfindet zwischen USA und Deutschland. Nein, wir wussten nicht, dass das stattfindet, aber haben Sie es gedacht? Wir haben ja eine gesetzliche Grundlage auch im G10-Gesetz in Deutschland, in Ordnung, dass jetzt für diese Dinge, auch für Kommunikation aus und nach Deutschland, die amerikanischen Maßstäbe gelten und nicht mehr die des deutschen Bundesverfassungsgerichts. Nein, ich glaube, das sehen Sie falsch. Vorwurf. Also, und Angela Merkel im Sommerinterview. Alle Regierungen, ob SPD oder CDU, geführt haben, mit Nachrichtendiensten anderer Länder zusammengearbeitet. Also da wurde dem Bundesinnenminister sehr deutlich gesagt, es gibt keine Industriespionage gegen deutsche Unternehmen. Es zeigt sich also, die deutsche Politik nimmt das Thema nicht so ernst, versucht es zu verzögern. Wir Schwerterpiraten packen deshalb unserem Innenminister ein kleines bürgerrechtliches Care-Paket, um ihn auf die ganzen Facetten dieses Themas aufmerksam zu machen. Hier ein Adressbuch, das vielleicht die Schwerterfirmen aus der NSA-Überwachung herausgenommen werden, Infos vom AK-Vorrat und ein Datenschutzbuch vom Digital Courage. Ein Drohnenflyer von den Dortmunder Piraten und Anonymous, ein paar alte Kompass-Zeitungen. Da ist jedenfalls eine ganze Menge zusammengekommen. Mehr als 2 Kilo wurden es dann. Mit einem kleinen Anschreiben dazu. Ab nach Berlin zum Hans-Peter Friedrich nach Alt-Moabit. Und ab in die Packstation.